Ja, hallo meine Freunde und wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mowa-Reportagen und mehr. Ihr seht, ich habe mich etwas optisch geändert. Ja, musste mal sein und ist auch besser für den Sommer. Gut, wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, habe ich in der Woche einen kleinen Clip angefertigt über meine Kohle-Elli. Ich hatte es ja angekündigt, dass ich sie mir zurückhole. Ich wusste noch nicht wie, aber der Zufall, der hat mir dabei geholfen. Ich hatte ja gesagt, dass ich ein Fahrvideo vorbereiten wollte, wo ich jetzt das zweite Mal die Anlage gereinigt habe. Na, aber auch jetzt Züge ein bisschen umgeändert. Und alles. Und da kam mir, wie gesagt, der Zufall zur Hilfe, der mich dazu bewogen hat, dann ein Tauschgeschäft einzufädeln. Ja? Das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Es tut mir leid, Leute. Das habe ich mir irgendwie. Kommt gleich noch aber. Sorry. Also nochmal. Ich habe dann ein Tauschgeschäft eingefädelt. Nachdem, wie gesagt, wieder einmal ein bestimmter Zug der Meinung war, ach, ich habe keinen Bock mehr, nö, ich lasse halt mal das stehen, Nach mehreren Versuchen, das Ganze wieder ins Lot zu bringen, ist es dann ganz gescheitert. Und dafür meine Entscheidung auch nicht mehr schwer. Weil ich kurz vorm Ausrasten war. Warum, könnt ihr euch ja denken. Ich habe denjenigen kontaktiert, der den Kohlezug damals von mir bekam und extra aufgehoben hat für mich. Er hat nämlich gesagt, damals bei dem Tausch mit dem Städte-Express der Klasse 66, der BLS E-Lok, den drei Dostos, dass er mir den Zug aufhebt, weil er ja weiß, dass ich daran hänge. Und wenn es bei ihm dann nicht klappt mit dem Zug, was ja der Fall war, denn er hat es ja nicht geschafft, die Kohle-Elli mit dem Wagen über den Berg zu schicken. Das hätte ich noch mal gleich sagen können. Und so verschwand die Lok mit Samtwaggons in seiner Vitrine. Ja, und dann habe ich ihn einfach nochmal kontaktiert, da ich jetzt auch meinen Kohlezug umgestellt habe. Das wisst ihr ja, ne? Belitz Buna Pendelwagen, die sind immer noch nicht da. Gut, jedenfalls habe ich jetzt meine EL2 zurück. Die habe ich noch ein bisschen modifiziert, habe ihr noch ein zusätzliches Gewicht gegönnt, habe den vorderen Stromabnehmer etwas gerade gerichtet. Dazu musste ich natürlich die komplette Konstruktion um die Dachkonstruktion nochmal abmachen, was mich bald zur Verzweiflung getrieben hat. Denn ihr wisst ja, ich habe ja so wunderbare Augen. Aber ich habe es letztendlich wieder hingekriegt und es sieht auch jetzt wieder sehr schön aus. Schön gerade und nicht mehr schief, denn das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen, dass das so, ja, die Plattform, wo der Stromabnehmer drauf saß, war schon ziemlich schief. Und das habe ich halt korrigiert. Jetzt ist er gerade und jetzt sieht das ordentlich aus. Was der Guten allerdings noch fehlt, das ist die Alterung und natürlich die Puffer. Puffer bekomme ich eventuell noch von Manuel. Ne? Der hat ja auch eine gehabt, eine selbstgebaute EL2. Seine war aber mit Decoder und mit Beleuchtung. Das werde ich wahrscheinlich bei meiner nicht hinbekommen. Aber Hauptsache, dass dann Puffer dran sind, damit es dann auch ein bisschen realistischer bekommt. Mit der Profen-E-Lok. Was fehlt noch? Richtig, die Beschriftung. Und das seid ihr jetzt gefragt. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich das mit der Beschriftung hinkriege. Weil aus der Zeitung ausschneiden und draufkleben, nee, das sieht doof aus. Muss irgendwie, vielleicht gibt es Abziehbilder davon, von Mibak oder Mibak. Ne? Auf jeden Fall müssen da Aufkleber drauf oder zumindest eine Nummer. Ja, so ein Nackspiel jetzt ist, das sieht einfach doof aus. Gut, das war das Thema Kohle-Elli. So. Was haben wir denn nun heute alles vor? Na, wie gesagt, Trainspotting, lasst euch überraschen. Da gibt es
heute sehr viel Russenpower zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da möchte ich mich nochmal an alle bedanken, die mir das Material zur Verfügung gestellt haben. Es sind einfach zu viele, um die alle aufzuzählen, weil es aus verschiedenen Richtungen kam, von überall her. Ihr kennt ja die Standard-Freunde, Trainspotting-Kollegen und Kumpels. Die brauche ich nicht mehr zu nennen, aber sind nochmal welche dazugekommen. Ich kann mir nicht alle merken. Es ist ein Ronny noch dabei. Na, vielen Dank nochmal an Ronny. Es ist noch ein Michael dabei. Noch ein Michael, noch Michael 1, Michael 2. Und Sven. Frank hat leider diesmal nichts dabei gesteuert, denn er muss ja arbeiten. Er kann nicht jedes Mal Trainspotting für mich machen. Das verlangt auch gar keiner. Ich bin ja froh, dass er ab und zu mal was bekomme von ihm. Na? Dann der Bernd ist wieder dabei. Dann ist noch ein Christopher dabei. Ein Raphael ist noch dabei. Ja, lasst euch einfach überraschen. Es sind auf jeden Fall sehr viele tolle Aufnahmen dabei. Und ja, ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Thema, nämlich der MOBA. Bis gleich. Film ab.
habe ich euch zu viel versprochen? Mit Russenpower habe ich aber nicht nur die Lüdis gemeint. Nämlich die tollen Videos aus Polen vom Thomas. Das sind auch Russenmaschinen. Wusste ich nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, das sind die gleichen, die auch in der Tschechei fahren. Nein, das sind andere. Und die haben ja auch einen richtig geilen Sound. Ne? Ich habe extra den Ton richtig hochgepegelt. Das ist einfach richtig geil. Und da müsst ihr euch dann das mal vorstellen. Jetzt lasst ihr bitte Anlage laufen und dreht dann mal richtig schön laut auf. Da freut sich der Nachbar. Habe ich auch vor uns gemacht. Und glaubt mir, es war nicht mal ein paar Minuten, da hat schon jemand geklopft. Ich muss es ja testen, ne? Soundqualität und so, ne? Ja, gut. Es waren auch wieder Elox von der Kohlebahn dabei. Das hat mir der Bernd zugespielt. Diese Elok kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Optisch gefällt die mir nicht so. Das ist eine spezielle Elok der RWE, dass man auch rückwärts fahren kann, ohne spezielle Signale. Deswegen guckt das Führerhaus so weit raus. Aber für mich sieht das Ding einfach komisch aus. Da ist doch nur unsere EL2, ne? Die auch in Polen unterwegs ist. Die Videos habe ich noch mit eingebaut, die ich auch in dem kleinen Clip mit drin hatte, aber noch ein paar mehr. Würde ich mir auch gerne mal angucken, wenn es nicht so weit weg wäre. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. Keine Sorge. Gut, das war das Thema Trainspotting. Und jetzt kommen wir zum Thema Modellbahn. Wie ich schon sagte, ich habe die Anlage gestern ein zweites Mal gereinigt. Richtig gründlich. Habe die Züge umgestellt, das heißt also, ich habe jetzt andere Züge hingestellt, damit die auch mal da stehen. Hahaha. Es tut mir leid, Leute, aber bei solchem Wetter habe ich einfach keine Lust, ein Fahrvideo zu machen. Sage ich ganz ehrlich. Dann hat man keine Marke dafür. Ich habe es euch versprochen, ich weiß. Ich warte jetzt aber noch auf die Welitz Bunauer. Weil die Mack von Mack, die 212, die ist ja schon da. Haben schon eine Testfahrt gemacht, hat natürlich ordentlich Kraft, wie sich das gehört von der Pico-Lok. Und wenn das dann alles da ist, dann gibt es das Fahrvideo. Ich hoffe ja nicht, dass es noch allzu lange dauert, nicht, dass ich ja noch mal reinigen muss, denn langsam wird es irgendwie zur Routine. Ich habe aber diesmal auch die Dächer gereinigt, vom Bahnhof, vom Stellwerk. Ich habe einen Pinsel genommen dazu, einen Rasierpinsel, alten von meinem Vater. Von damals. Den habe ich nämlich wiedergefunden. Der geht ganz praktisch dafür. Ich habe auch alle Wagen mit Staub entfernt. Das heißt, auch schön abgepinselt. Geht auch wunderbar. Alle Loks. Und dann, wie gesagt, die Gleise wieder gereinigt mit dem Staubsaugerwagen. Habe auch einen richtigen Staubsauger genommen und habe damit mal vorsichtig die Gleise noch gereinigt, weil da waren noch Reste sogar noch im Bahnbetriebswerk zu finden vom Tannenbaum. Ja, so ist es. Leider sind da wieder ein paar Masten umgefallen, die haben schon wieder festgeklebt. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt alles zu 90% gereinigt. Ich habe auch Testfahrten gemacht. Läuft alles einwandfrei. Wenn es natürlich jetzt wieder eine Woche dauert mit den Wagen, dann verstaubt die Anlage natürlich wieder. Ja. Ich kann es nur so sagen, ich werde mich bemühen, das Fahrvideo euch noch zu präsentieren, bevor ich noch einmal reinigen muss. Denn es ist nämlich jedes Mal eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit. Ihr habt es ja in dem Zeitraffer-Video mal gesehen. Also ich habe gestern gebraucht von 14 Uhr bis 18 Uhr, dass die komplette Anlage gereinigt war. Inklusive natürlich noch verschiedener Veränderungen an dem Rollmaterial. Ich habe noch einen Wagen, da habe ich die Achsen noch gewechselt. Bei einem Wagen ist es die Bühne runtergefallen, das ist da ja bei den Minitrix-Kesselwagen passiert das öfters mal. Die habe ich jetzt übrigens in den Schrank geräumt, hinter mir seht ihr das sehr. Da sind jetzt wieder die Brava-Wagen auf dem Gleis, ja, die habe ich auch entstaubt. Dann habe ich mal wieder die Class 66 auseinandergenommen und gesäubert, denn die fuhr nämlich gar nicht mehr. Die von DB Schenker, ich weiß, dass das eine britische ist, aber mir gefällt die halt. Und die hat auch mal das Recht, wieder zu fahren. Die war lange nicht gefahren, die war die ganze Zeit im Bahnbetriebswerk. Und weil sie ja nicht mehr richtig gefahren ist, das wisst ihr ja beim letzten Fahrvideo, habt ihr ja gesehen, wie die geruckelt hat.
Und das hast du ja ausgetrieben. Jetzt ist das die Standard-Lok für die Reinigung des Staubsaugers, denn die hat ja auch keine Haftreifen, aber alle 6 Achsen werden angetrieben über Metallzahnräder. Und deswegen schiebt die den Wagen auch sehr gut. Damit nicht immer nur die Tiger-Trommel das machen muss. Ne? Denn das ist nämlich auch nicht gut, wenn dann immer dieselbe Lok den schweren Staubsaugerwagen schiebt. Irgendwann sind dann die Haftreifen tot. Gut. Was gibt's noch? Das Haus. Ich weiß, ich wollte es eigentlich schon machen die Woche. Aber wie ich schon sagte, ich hatte keine Marke dazu. Ich bin da ganz ehrlich. Und bei 30 Grad draußen und fast 29 in der Bude, da setzt du dich nicht an den Tisch und fängst an, hier ein Haus zusammenzubauen. Das geht nicht. Ich hoffe, das versteht ihr. Gut, dann ist natürlich noch das Lost Places. Ich habe jetzt 2 Kesselwagen von Fleischmann organisiert, auch mit SO-Aufschrift. Leicht, sage ich mal, vergilbt, wo das Geländer kaputt ist. Die kommt da hinten in die Ecke rein, nur andere noch festgeklebt. Richtig schön, ordentlich alles. Mit Gras und so, hatte ich euch ja versprochen. Aber bitte versteht, wenn schönes Wetter draußen ist und es draußen warm ist und hier warm ist, dann kann ich sowas nicht machen. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Ich werde das auf jeden Fall noch machen. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und es wird auch noch bis zu Weihnachten passieren. Keine Sorge. So, außerdem wird der Stefan noch vorbeikommen. Das hat er mir nämlich angekündigt. Er muss nur noch schauen, wie das mit der Arbeit aussieht, weil er an der Elektronik noch was machen möchte. Oder besser gesagt, weil ich ihm gebeten habe, dass er das macht. Nämlich die hinteren Weichen mit anschließen, damit ich nicht immer da drüber greifen muss und hier mit meinem dicken Bauch irgendeinen Mast wegreiße. Dann wollen wir versuchen, die Stoppstellen zu verändern. Das heißt also, ein kompletter Gleisabschnitt wird dann totgelegt. Es werden also 2 Lücken eingefügt, sodass ein kompletter Gleisabschnitt ohne Strom ist, dass auch dort der Talent abgestellt werden kann, ohne dass der weiterfährt. Dann muss ich ja jedes Mal rausheben, dann ist ja, dass alle Achsen angetrieben oder was gesagt, alle Achsen mit Strom sind. Und das ist immer blöd. Da kannst du auch nicht das Klebeband runter machen und dann den Zug wieder draufsetzen, weil ich den Zug kaum dort reingefädelt bekomme wegen der Oberleitung. Na, da bleibt dann bloß die Möglichkeit, dass ich den raussetze, so hinstelle, dass es aussieht, als ob er nicht weiterfahren kann, aber man sieht im Video jedes Mal, wie er eben neben dem Gleis steht. Und das ist einfach doof. Außerdem, Stoppstellen müssen wieder in die Gleise rein, weil es mir einfach auf den Sack geht mit diesem Klebeband, jedes Mal die Lok fixieren und so. Das ist einfach auch nicht gut für die Loks. Ne? Und es ist auch schon vorgekommen, dass ein Klebebandstück sich gelöst hat und die Lok dann losfahren wollte, und das ist fürs Getriebe absolut tödlich. Deswegen hoffe ich ja, dass das bald klappt mit dem Stefan. Der hat natürlich auch nicht im Auge, bei solchen Wetter hierher zu fahren. Das machen wir dann, wenn es dann etwas kühler wird. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, das wird auf jeden Fall passieren. Da verändert sich natürlich dann auch was am Pult. Da könnt ihr euch verlassen. Auch das wird passieren. Aber das ist alles noch Zukunftsgeschichte. Ich wollte es euch eben bloß mal sagen, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was noch an der Modellbahn alles passiert. Wann das alles passiert. Wir werden schon. So, gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist natürlich, was passiert denn morgen? Nun, Freunde. Ich sag's mal so. Ihr wisst ja, dass ich noch dieses wunderschöne Fahrrad habe, wo man so wunderbare Bergstrecken fahren kann, in Anführungsstrichen. Und ich traue mir da wirklich kaum noch lange Strecken damit zu fahren, weil ich das Gefühl habe, dass, naja, sagen wir mal, die Schaltung vielleicht auch bald den Geist aufgibt. So, nun hat mir aber wieder jemand Informationen zugespielt, die mich richtig heiß gemacht haben, auf eine Tour. Von einer Bahnstrecke, die ich eigentlich schon kannte, die ich aber von einer anderen Perspektive aus abfahren wollte, wo aber der letzte Abschnitt jetzt weg ist. Lohnt sich also nicht mehr. Ja, dabei handelt es sich natürlich um 60% Radweg. Jetzt ist es Radweg, oder sagen wir Bahntrasse.
Es gibt auf dieser Strecke auch eine Museumshaltestelle, Museumsbahnhof, ich würde sagen Bahnhof ist besser. Ja. Es gibt da auch Dresinfarben für ein kleines Stück, die würde ich natürlich auch gerne ausprobieren, falls das überhaupt zurzeit der Fall ist. Und das restliche Stück, ja, da geht es dann schon bergauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Als ich das mir mal angeschaut habe mit identischen Fotos, dachte ich nur, das kann ja lustig werden. Es ist aber eine sehr, sehr schöne Strecke, oder war mal eine sehr schöne Strecke, wo davon vielleicht noch 30% an Gleismaterial und Restbeständen dieser Strecke vorhanden sind. Wie das jetzt aussieht, also laut Google und laut der Informationen der Leute, die ich alle gefragt habe wegen der Strecke, soll wohl noch ein bisschen was existieren, aber eben vieles ist schon verschwunden. Will es mir aber persönlich anschauen. Und ihr wisst ja, dass mit den Bahntrassen, Radweg, Abfahren, das gehört nun mit dazu. Da werden natürlich auch die passenden Sounds eingebaut. Ihr kennt das ja alles. Na? So, das war das eine. Allerdings ist an diesem Wochenende auch etwas anderes, nämlich eine Sonderfahrt ist es nicht, aber es ist halt wieder eine Planfahrt, sage ich mal, von einem bestimmten Zug oder einer bestimmten Bahn, was auch nicht immer passiert. Mich schreckt es halt ein bisschen ab, weil ich einfach keinen Bock habe auf den Stress mit, wie soll ich das jetzt erklären? Ich weiß, dass es normal ist, wenn Kinder dabei sind. Ja, das ist nun mal so. Die werden magisch angezogen von sowas. Und außerdem soll es ja auch so sein, damit diese Generation sowas nicht vergisst. Allerdings sind da auch manchmal welche dabei, die, wie will ich das mal ausdrücken, einen den letzten Nerv rauben. Ihr kennt ja das vielleicht noch von Nossen. Na? Oder was war da noch von der Sonderfahrt? Kann man nicht verhindern. Ist nun mal so. Ihr wisst ja selber, was aktuell los ist. Und das beschäftigt einen dann schon. Und da will man sich auch nur ablenken, ne, mit dem Thema Eisenbahn. Und wenn man natürlich dann die ganze Zeit immer wieder durch irgendwas genervt wird, dann kann man sich dann nicht ablenken. Deswegen suche ich mir halt immer Touren aus, wo ich für mich alleine bin, wo ich alleine entscheiden kann oder als alleine ins Loch fallen kann. Hahaha, der war gut. Nein, ihr wisst, was ich meine. Wo ich mich ablenken kann. Wo ich mit den Gedanken dort bin, Fotos zu machen, Videos zu machen, wo ich in meinem Element bin. Ihr wisst, was ich meine. Na? Ich werde sehen, was ich morgen mache. Es soll ja auch dann nachmittags Wärmegewitter geben, was natürlich dann sehr unpraktisch wäre, weil ich die restliche Strecke dann mit dem Fahrrad zu einem Bahnhof dann fahren will, wenn das alles erledigt ist mit der Bahn. Ich verrate ja noch nicht was. Das soll ja eine Überraschung werden. Ihr könnt es ja vielleicht euch denken, ich hatte es vorige Woche ja schon mal angesprochen. Aber wer es nicht weiß, kann ja raten. Es ist auf jeden Fall nicht allzu weit weg. So sieht's aus. Ja, und das andere ist auch nicht weit weg, aber das ist dann nur mit Fahrrad. Weil dort fährt garantiert nicht mehr. Ja. Ich denke mal, ich werde erstmal das mit der Bahn machen. Und das andere dann das nächste Mal. Ist vielleicht das Beste. Und dann möchte ich mir dann noch eine abzweigende Strecke anschauen, die mit dazu gehört, wo man noch was sehen soll. Jetzt ist der Monitor ausgegangen. Das ist übrigens ein uraltes Foto aus den 80er Jahren. Na, wollte ich euch bloß mal noch sagen. Das ist von einem Fotoalbum gewesen. Und das ist der Copyplatz in den 80er Jahren. Ihr seht ja auch den Holzroller da hinten dran, falls man es erkennen kann. Ist leider nur schwarz-weiß, das war früher nicht mal so. Das nochmal dazu. Also, jetzt habe ich lange genug gequasselt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir werden sehen, was passiert. Lasst euch überraschen. Und das andere, was jetzt Modellbahn betrifft und das Ganze drumherum, werdet ihr auch dann sehen. Wenn wieder Pakete kommen mit Material, was ich noch kriege, dann werdet ihr das auch dann sehen. Dann werde ich es auch wieder auspacken.
Lasst euch einfach überraschen. Aber eins, das muss ich noch sagen. Ich habe jetzt unten in den Link noch was hingeschrieben. Mir hat mal jemand einen Vorschlag gemacht, wegen dieser Geschichte mit der Spende. Ich will ja niemanden anbetteln oder sowas, aber ich möchte mir demnächst auf jeden Fall ein neues Fahrrad zulegen. Es muss einfach sein. Ihr wisst, dass dieses Fahrrad hier auf dem letzten Loch pfeift, obwohl das nur ein Jahr alt ist, aber es ist einfach, ja, nicht das, was ich brauche. Es ist für solche Belastungen einfach nicht geeignet. Und ich hatte es euch ja lang und deutlich erklärt, warum ich kein normales Mountainbike mehr nehmen kann, weil ich einfach nicht mehr der Jüngste bin. Und wenn ihr weiter Reportagen sehen wollt, von weiter weg, Thüringen, Vogtland und dort, wo es richtig bergig wird, dann wisst ihr, dass ich auch ein ordentliches Bike brauche. Und deswegen kann ich einfach nur fragen, wer bereit ist, etwas zu spenden. Ich lasse mich einfach überraschen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Na? Ich mache das nicht so wie diese Assi-YouTuber. Braucht ihr keine Angst haben. Oder ein Gewinnspiel starten in so einem Käse. Das gibt es bei mir nicht. Ich frage einfach nur, wer Lust hat, was zu spenden für mich. Wenn er weitere Reportagen sehen möchte, die weiter weg sind. Und wenn es eben nicht klappt, dann ist es halt so. Ich habe ja dann noch meinen Lohn, aber da kann ich natürlich nicht das ganze Geld in das Fahrrad investieren, weil ich muss ja auch Ausgaben bezahlen wie Miete, Strom, Internet, das jeder bezahlen muss. Und dass da nicht mehr viel übrig bleibt, wenn man dann noch ein Fahrrad abzahlt oder sagen wir mal zu 50% bezahlt, dann ist dann gar nicht mehr übrig zum Leben. Und ja. Und Modellbahn, habe ich mir weiß Gott fast alles geopfert, was weg kann. Ich will jetzt auch nicht mehr weiter weggeben von meiner Modellbahn. Das muss jetzt einfach so bleiben, wie es ist. Weil irgendwann habe ich dann gar keine gescheiten Züge mehr und dann habe ich auch nicht mehr, mit denen ich dann euch Fahrvideos zeigen kann. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ich selber möchte von diesem Rollmaterial auch nicht mehr weggehen. Ganz einfach. Ja, gut. Jetzt habe ich lange und breit geschwafelt. Ihr wisst jetzt Bescheid. Und ja, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat oder dieses Quassel-Video, lasst mal ein Like da. Nette Kommentare und Kritiken könnt ihr natürlich auch da lassen. Und wenn ihr was spenden möchtet, könnt ihr das gerne tun. Unten in der Beschreibung ist die Adresse dafür. In den Worten bin ich jetzt weg und ich wünsche euch noch einen schönen Freitagnachmittag oder Abend, je nachdem, wenn das Video hochgeladen ist. Und wir sehen uns morgen in aller Frische. Und lasst euch überraschen, wo es hingeht. Tschüss.